Schussfeld verlagert. Ja, endlich wieder ein bisschen ballern. Oh ja. Ich stehe total auf Ballern. Wir brauchen schon Bäume. Willkommen zu einer weiteren unfassbaren Staffel von Gates of Hell, Ostfront. Wir spielen das Liberation DLC, den Conquest Enhanced Mods, und es gab unfassbar coole Updates mit neuen Sound-Erweiterungen, neuen Performance-Verbesserungen und unfassbaren Preisen. Nein, das falsche Spiel. Aber es geht los, mit dabei der Black Eye, und die Runde hat schon gestartet. Wir mussten leider jetzt schon die zweite Runde anfangen, weil es abgestürzt ist, aber das ist so bei Gates of Hell. Also für alle, die es nicht kennen: Wir spielen einen coolen Modus in Gates of Hell, in dem wir quasi eine Kampagne durchspielen müssen und immer nur das haben, was wir haben an Equipment. Wir können Sachen erforschen, neu kaufen, aber nehmen die Truppen immer mit in die nächste Mission. Und das ist total cool, halt so ein Survival, wie nennt man das, dynamische Kampagne, so heißt sie auch. Und ja, der Black Eye ist dabei und wir haben gerade angefangen, das sind unsere Truppen. Wir haben beide das Gleiche und wir müssen jetzt angreifen, zwei Fahnen einnehmen. Ich erkläre es nochmal für die Leute, die es nicht kennen. Ich habe es ja eben schon mal erklärt, aber das wisst ihr ja nicht. Auf jeden Fall, los geht's. Wir sind jetzt im Angriff und nächste Folge ist die Verteidigung. Auf geht's. Nach der Runde könnt ihr noch sehen, wie das aussieht mit dem Forschungsbaum. Aber ich werde das nur sehr selten zeigen können, weil die Ladezeiten jetzt einfach mal 10-mal länger dauern als sonst. Auf ins Abenteuer. Hallo. Hallo, ja, wir sind abgestürzt und schon, keine Ahnung. Die Predigt. Wir haben beide Infanteriegeschütze dabei, wir können auch Heat schießen. Wir spielen Stufe 3 Fabrikmission. Das heißt, wir kriegen Munition und Kohle. Ich? Solange wir erfolgreich sein sollten. Und das auch noch ein Panzer 35, also wir haben 38 und 35 sind schon auf dem Vormarsch. Sonderkraftfahrzeug. Aber mit MG und nicht mit Kanone. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Oh Mann, hoffentlich überleben wir das. Es ist von Vorteil. Und Fußsoldaten, weil die laufen müssen. Also wir haben beschlossen, wir sind hier gespawnt, nach Nordwesten zu fahren, weil wir wollen nicht in der Einflugschneise von deren Verstärkung hocken. Und das ist immer noch ein Bug seit dem Release von dem Liberation DLC. Wir haben Wintertarn, wenn eine Herbstkarte gespielt wird. Ja. Manchmal entscheiden sich unsere amerikanischen Soldaten aus dem Winter in den Sommer überzuwechseln. Genau. Yes, sir. Die Reichweite haben die gar nicht, ne? Nee. 180? Ich bin deutlich lustig daran. Wichtig ist, dass das Infanteriegeschütz da wegkommt vom Feind. Das wäre sonst sehr bitter. Er schießt, glaube ich, genauso weit wie du. Du musst aufpassen. Es kann sein, dass er dich mit einem Schuss weggelegt. Wir werden es rauskriegen. Das ist das. Schon hier. Wir müssen auf jeden Fall. Oh, der Panzer kommt auf unsere Infanterie zugefahren. Oh. Ich drehe mich mal schnell dahin. Mal. Das ist jetzt gar nicht so geil. Das ist aber neu. Normalerweise fahren die zu den Dingern und dann ist egal. Boah. Gott. Boah, der Sound, ey. Spiele sind eröffnet, würde ich mal sagen. Schussfeld verlagern! Boah! Jawoll! Richtig gut. Kommt gleich der Panzer, der will. Sehr gut. Was näher? Ein Schuss für dich. Oh, das Stöckchen. Du hast die Kette getroffen, aber ist auch ab. Oh, ist weg. Der Baum ist weg. Mann, der Ton ist so gut. Oh, Panzer vernichtet. Schön. Wir kommen da durch. This motto is history. Jetzt müssen wir ein bisschen weißen Phosphor da rein. Und ich bleibe die Flanke. Okay, ich komme jetzt. Ich schieb jetzt weiter zu dir. Genau, ein bisschen Phosphor reinballern. Oh, ist gut für die Lunge. Auf jeden Fall. Kannst den Infanterie wieder ein bisschen ranholen. Ich sicher mal hier die Mauern. Dann ist unsere Flanke erstmal safe.
das Geschütz dann nochmal ein bisschen arbeiten. Bei viel lebt da nicht mehr. Wichtig ist, dass die Pack da jetzt wegkommen. Der Panzer hat dich auf jeden Fall im Visier. Der scheint zu dir zu gucken. Bleiben wir hier nochmal einen Moment stehen und laden mal Heat. Ja. Ich schieb mal an dir vorbei. Mal so in die Richtung hier. Auf, ne? Auf die Pack. Ach so, ja, 2 cm sollte eigentlich Pillepalle sein. Aber ja, gut. Die Feuerrad ist ziemlich. Ja, ja, gemein. Die ist blöd. Okay. Also, wir haben geforscht. Veteranen, Schützen haben wir. Und wollen auf Ranger gehen. Und wir wollen so schnell wie möglich auf Shermans gehen. Damit wir einfach die 50 Kaliber Superiority haben. Superior. Amansky. Oh. Was war das denn? Ich glaube, die haben den. Hab ich dich getroffen und es ist umgekippt und dann hast du geschossen? Oder war da einer vor dir? Nicht. Vor dir, da ist ein Toter. Bei dir ist einer gestorben. Aber der war vor deinem Geschütz. Nee, deine Soldaten waren. War das einer von deiner Pack? Ja, das war einer von deiner Pack, aber der ist ja hinter mir. Aber ich habe doch 4 an meiner Pack oder sind das 5? Ready to roll. Eigentlich? Sind das 4 oder 5? Ich weiß es nicht. Du hast. Nee, aber du hast ein weniger. Was ist ein Grenadier? Nee, ist ein Grenadier von dir. Ach, dann. Pass auf, der ist da bestimmt in Deckung gegangen, weil ich den an die Mauer da habe ich die geschickt. Weißt du, dann habe ich Rechtsklick festgehalten und dann. So, jetzt bin ich mal dran. Mal. Schussfeld verlagert, bremmer so weit, feuern! Ja, endlich wieder ein bisschen ballern. Oh ja. Ich stehe total auf Ballern. Wer braucht schon Bäume? Der Verbündete hat den Weg freigeschossen. Das tut so gut. Ich bleib da mal auf der rechten Seite vom Flugfeld. Ich schieb da schon mal rüber. Gib mal ein bisschen dich daran, dass ich das Ding wegmachen kann. Können noch gemeingefährlich werden. Ja, lass uns schön alles, ne? Noch mehr Reichweite wie Reich. Hier. Reichweite. Es ist Zeit für Reich. Klingt nach so einem nach so einer deutschen Geschichte. Jetzt, ne? Kennst du nicht die South Park-Folge, wo Cartman irgendwie nicht versteht, was der sagt und dann den immer nachspricht? Kriezenkratzen? Ihr wisst schon, wie ich meine. Den Typen. Okay, damit geht das Infanterie. Die Pack hat sich schon erledigt. Ich hab's schon gesehen. Ja, es ist wunderschön zerfetzt. Amerikanische Vorsturm. Und die besetzt das Neue. Friss Kapitalismus. Ihr werdet ihn lieben. Nehmt ihn auf. Ja. Nichts mehr neu besetzt. Jawoll. Ah, diese Geschütze sind der Knaller, Mann. Yes, sir. Ein bisschen dichter ran. Damit er zählt. Geländegewinne und so. Das gibt's doch nicht. Und den Turm da weg, Mann. So, die wird nicht gejagt. Geh meine nassen Socken auf den Geist. Okay. Da kommt der Panzer. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Panzer 5 Uhr, schon sein Verlager. Okay, ich bin noch nicht drin. Ich bleib mal auf High Explosive Panzer mehr. Weil fährt wieder zurück. Zurück, du Lümmel. Nicht fertig mit dir. Wer denn hin? Ich weiß nicht. Vielleicht Fahrschule. Fahrschule an der Front. Frontschule. Frontschule. Den wollte ich eigentlich nicht treffen, aber Kill is Kill. Schuss habe ich noch. Jawoll! Schöner Treffer. Ich habe ein bisschen getrickst. Ich war nämlich nicht drin. Boom. Oh, er kocht. Ah, guck mal, sie steigen aus. Ah, oh Gott, es brennt! Nein, heiß! 6 Screenshots machen, boah! Frohe Ostern! Frohe Ostern! Jo, das weiße Phosphor geht genau in das Haus. Was sind sie? Du Monster! Die flüstern gerade. Linke Flanke! Seit wann flüstern die denn? Ich nicht. Da kommt Verstärkung? Panzer 35. Mörser. Ne, MG 34. Apropos Mörser, haben wir schon einen ausgeknipst? Ey, die hatten noch keinen bis jetzt. Erstaunlicherweise. Warte, lass noch irgendwo ein Geschütz auf deine Infanterie auf.
Da steht hier irgendwo hier. Ist noch außer Reichweite. Ach, 2 cm, okay. Ist zwar, schießt zwar schnell, aber es ist halt keine explosive Mördermaschine. Gott sei Dank. Gucken wir mal die Munition da vorne. Es geht nämlich. Da kommt ein SCKFZ so und so. Ich sehe ihn nicht, der ist hinter dem Gebäude. Hältst du mal ein Auge auf Osten? Ich guck mal weiter auf die Fahne, dass ich den weglege im Fall. Ah, okay. Warte. Boah, sehr schön. Boah, scheiße. Hast du getroffen? Mist. Aber mit HE nur. Ja, hätte eigentlich reichen müssen. Mist, 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 Mist. Mist. Kann ich mal was draufwerfen, Jungs? Der überfährt mich. Hallo. Hat genau den überfahren mit der Panzergranate. Das ist ja jetzt... Das ist aber jetzt gemein. Ich krieg die Gebäude nicht kaputt. Ich muss mich anders hinstellen. Ich schieb mal schnell. Ach geil. Hast du gesehen? Da läuft eine Zeit, wenn du die Granate wirfst. Das habe ich angelassen, oder was? Sind das Panzergranaten mit Zünder? Das sind ganz normale Granaten. Dann halt die in der Hand fest. Ist drin! Ja, genau ins Dach. Ist genau drin! Genau ins Dach. Ja! Ich habe ihn aber jetzt trotzdem noch. Achtung, Infanterie kommt. Ich schieß Phosphor aufs Fahrzeug. Die. Ja, das machen die Garanz. Alter, die sind weg. Soll ich mal lieber zu dir fahren mit meiner Pack? Getsam! Nee, brauchst du nicht. Jetzt habe ich es ja im Griff. Dass der einfach meine Leute überfahren hat. Ey, da kommt ein Panzer aus Osten. Was denn? Osten. Mal meine Pack nach rechts zu meinen Soldaten. Zwei Winkel, ob sie mich schießen können. Jetzt Marsch! Oh, scheiße, Scharfschütze? Wo war der denn jetzt? Ach, da kommt ein ganzer Squad. Oh, scheiße. Das gibt's doch nicht. Spaßmaschine kommt. Oh, da kommen die auch mit Panzerfäusten. Die haben auf jeden Fall neue Soldaten bekriegt, die Deutschen. Neue Squads irgendwie gefühlt. Ah ne, die ist von dem. Okay, den habe ich auch. Ah, du Rifleman, du musst jetzt überlegen, ob du gehst oder bleibst. Er ist gestorben. Und da kommt. Heck, die Veteranenschützen sind um einiges besser als die Lappen, die wir gestern hatten. Na. Okay, den habe ich. Kommt ein Moped. Moped! Und du Guzzi. Mach's gut, Moped. Ich würde mich so ein bisschen einbunkern, glaube ich. Bei mir dann noch? Noch ein SCKFZ. Jetzt wollen die da aber wissen hier, du. Mein Bein! Ich hab's gehört, hast du gehört? Mein Bein! Mein! Nach! Fährt der hinter das Flugzeug, wa? Ein Schuss noch. Würden wir nur ohne diese Geschütze machen? Ja, sterben. Wahrscheinlich. Sanitäto! Kann jetzt auch nicht mehr helfen. Nee. Ready to roll. Jetzt unsere Stellung. Marsch, Jungs. Das ist unser Flugplatz. Den brauchen wir, um Berlin zu bombardieren. Oh, alle mal nachladen. Ostergrüße für Adolf. Ach, das gab's tatsächlich. Da haben sie Ostergrüße draufgeschrieben auf die Bomben.
jetzt ein, also das, ja. Makaberer Humor, ja, ne? Ja. Aber schön ist es nicht. Die Leute hatten schon immer schwarzen Humor. Ich glaube, dir bleibt auch nichts anderes übrig als irgendwie, keine Ahnung. Der Mörser hat geschossen. Ich versuch den, ich glaube, ich muss näher ran. Ah, das ist aber noch zu weit weg. Soll mal gucken, ob den neuen Mörser hört. Geil, oder? Der ist immer noch zu weit weg. Ich roll. Ich geh näher ran. Ups. Wer denn? Da. Ah, den müsste ich auch kriegen, warte. Nachladen! Feuer bereit! Das ist ein. Er hat einen Ostlegionär weggebombt, aber ich glaube, das ist denen egal. Wahrscheinlich. Bin nicht so wichtig. Feuer öffnen, mach die Mörser weg. Schon hoch. Und ich. Ach scheiße, immer noch nicht. Oh, du gehst sehr gut. Offen ist er schon mal. Wie viele Leute hocken denn auf dem Mörser da? Nein, das Haus! Meine Güte. Bam! Mein Gott, Walter. So ein Feuerball, Junge! So ein Feuerball! Wie sie alle in dieses Geschütz reinlaufen. Ja. Riecht noch einer? Sehr schön. Ja, mal ein Stoßtrupp. Der muss da mal den Soldaten in den Schnellkopf machen. So, Simsalabim, wir können was sehen. Ah, der Mörser ist sogar leer. Den können wir sogar vielleicht für unsere Sache nutzen. Die Runde. Sniper, lass ihn nicht hinkommen. Wo? Ziehen! Hier. Ready to fire. Achso. Ziehen! Der wird direkt gelünscht. Das ist ja sowieso auch regelmäßig passiert, ne? Wenn die Scharfschützen die Finger gekriegt haben. Wir sind nicht entkommen. Gut. Mit dem Scharfschützen. Da kommt ein großes SD-Kfz. Mist. Scheiße, was hab ich denn? Ah, ne. Was für ein großes SD-Kfz? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. The Heat. Du Scheiße, 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 Scheiße. Och, sehr gut. Oh, oh, oh. Alter, der Sound. Jo. Die Flak. Jo, das sind zwei Flaks. Ich mach die linke. Meine Güte. Scheiße, was passiert? Meine Infanterie ist tot. Die Flak ist geknackt. Es ist irgendwas gestorben. Es ist alles gestorben. Der Schwede. Von der, wie hab ich die nicht gesehen? Hat von mir auch zwei. Ich habe keine Infanterie mehr. Die ist tot. Die ist ausgelöscht. Die sind ausgelöscht. Wo waren meine Soldaten überhaupt? Ach, da. Wo verteilt? Nee, ich hatte die alle hinter die Kiste geräumt und hab's nicht gesehen. Aha. Ich habe auch zwei. Einer hat überlebt, dann kann ich ihn wenigstens wieder resupplyen. Der bekommt. Ich muss wissen, wie er heißt. Er hat's überlebt. Einzige Überlebende. Scheiße. Flakunfall. Meine Güte. Sie auch einfach gleich zwei Stück davon ja, geschickt haben. Wir einfach zwei Stück einfach auch nicht sehen. Das war ein edler Treffer. Da sind einige Deutsche ja zugrunde gegangen. Rache für Flaccus Iris. Geht selbstständig weiße Phosphor. Ja, oder die HE ist leer. Nee, ist voll. Aber er hat sich gedacht, ich hab Bock auf Phosphor. Medic standing by. I'm hit. Medic here. Medic here.
Okay, wir müssen ein bisschen Gas geben. Komm näher! Bin ich ran! Voll, da hat er die Bar genommen. Okay. Ist er die Bar? Ready to fire. Ah, dich hat's erwischt, mein Freund. Ich hab meine Infanterie noch gar nicht genießen können. Yes, sir. Er heißt Jacob Crosby. Los, Jacob. Crosby? Nenn ich Cosby. Who's hurt? Das sind alles Verbrecher. Auf. Jawohl. War es aber auch echt genau. Meine Güte. Jetzt brauche ich Kampfmedics. Okay. We're ready. Ich gehe mal weiter Richtung B. Ich hier sportlich durch. Die Bar macht gute Arbeit. Ich habe keine mehr. Ready, sir. Ist schon wieder weglaufen. Ich gehe mal mit. Hi. Always ready. Ein LKW nach vorne und die Sanitäter. Sanitäter. Yes, sir. Sanitäter. Ready. Wo haben wir denn da? Ah. Ist bald eingenommen. Rums. Ja, eine andere Pillepalle, außer die, der Panzer, der steht. Aber er hat ja Gott sei Dank keine Reichweite. Gott sei Dank. Genau, jetzt kann ich mal Munition holen. Näher ran. Ich geh schon die beiden Panzer da reparieren. Mal. Ist noch näher ran, Rüdiger. Keine Kapriolen! Rüdiger! Ready to go! Mit deiner Deckung! Da kommt ein, ne, sind, die liegen nur da rum, ne? Die hast du schon gesehen, glaube ich. Ah, die, ja, die gammeln da. Ich weiß nicht, was sie da machen. Oxidieren vor sich hin? Ja. Oxidation wird jetzt beschleunigt. Verbrecher, die trauen sich nicht. Wir sind nämlich Schwerverbrecher. Oh. Wir sind auf 10 Planeten zum Tode verurteilt. Wenn wir uns nicht bewegen, dann können sie uns nicht sehen. Sind da noch einer am Punkt? Wenn wir uns nicht bewegen, können sie uns nicht sehen. So, ich versuche jetzt mal mit, ich meine, ich kann den ja fast von hinten schon abknallen. Das geht nicht. Ich muss noch ein bisschen näher ran. Guide! So eine Lafette. Fette Lafette. Das wollte ich auch gerade sagen. Ist lafettiert. Und heute lafettieren wir ein Schnitzel. Ja, das klingt ein bisschen wie so eine Art, irgendwie Fleisch zu bereiten oder so. Eine Kochsendung. Ja, genau. Oh Mann, das wird jetzt lustig. Wenn wir jetzt den Turm kriegen. Ja, irgendwas. Einfach Phosphor drauf, dass sie alle ersticken. Ich kann mir einen Anzug. Ich glaube, wir müssen auf den Hintern schießen. Das ist die einzige Möglichkeit. Der raucht? Ah, nee. Oh, ja, hinten geht. Ich glaube, er brennt. Er brennt. Er ist brennt. Ja, du hast kaputt. Boah. Dass wir das so schnell geschafft haben. Normalerweise. Also, ich bin begeistert. Sehr lange Zeit. Jungs, vorwärts Marsch. Genau, mach du mal den Rest. Battlehardend, die Leute. Meinten, ja. Auch. Alter, unter der Erde. Ja, Erdwallschutz. Ich schau den Riesen von unten zu. Los, los, wir haben die Lafette bemannt. Schön mit Phosphor in die Lafette, ja. Hab ich getroffen? Jetzt. Oh, guck mal, die hat doch sofort Feuer gefangen. Bei der Explosion schon. Kann ich damit auch Bäume anzünden? Nee, das sind die Leute, die da liegen, die Feuer gefangen haben. Krass, guck mal, die Bäume auch direkt brennen.
Geil. Geil. Richtig geil. Okay. Geil. Ready, sir. Yes, sir. So. Eine Panzerbüchse bei dir, mein Freund. So, mal gucken, ob die Panzer hier explodieren. So. Ich repariere noch das SEKFZ 231. Was hatte das nochmal für einen Spitznamen? Das hatte doch irgendeinen Spitznamen. Nicht Puma. Ja, ich überlege auch schon die ganze Zeit. Puma war der mit der Kanone. Mit der 57er. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Das hat auch, hatte das schon immer so ein langes 2 cm Rohr? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Das war das Besondere daran. Ich meine, das hier. Ich dachte immer, das 2 cm Rohr wäre ein bisschen kürzer bei dem. Nee, es gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen. Okay. Das Ding hat extra so eine längere Version. Zam. Jetzt Zam. Zam. So, das ist ready. Das ist ready. Ah, Knusper, Knusper, Knäuschen. Gute Panzer hier. Ja, noch zum Bar-Fan. Ist so ein bisschen wie das Schauschat von den Franzosen. Norwegen Soldaten. Achso, das. Soldaten. Ja, ist ja ein französisches Gewehr, aber so. Von den. Den Finnen. Auch so übel genau. Also, wenn du damit selber schießt, ist das Teil der Knaller. Wie viele Mann hat er jetzt erschossen? 17. Da war der Mister. Benjamin Hayes. Benjamin. Haben wir eigentlich noch nicht gewonnen? Können wir selber beenden, oder? Ich repariere noch gerade das Ding jetzt zum Verkaufen. Ah, ich habe die Message nicht gesehen, ob wir schon gewonnen haben. Ja, kam schon. Ah, okay. Schon ausgefüllt wieder weggedrückt. Nee, das ist nicht der Lux. Der das Lux. Ist der kleine Panzer 2 mit der schnellen Kanone. Ja. Panzer 2 Chassis, glaube ich, ne? Das ist ein Panzer 4 Chassis vom Lux. Ich glaube, der Lux hat ein anderes Chassis als den 2er. Es ist ja breiter. Das habe ich tatsächlich noch nicht nachgeguckt. Ich glaube, es ist ein Panzer 3 mit einem Panzer 2 Turm, oder? Irgendwie sowas. Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee, es ist ein ausgebauter Panzer 2 Chassis. Also es sieht so aus, als wenn es ein breiteres wäre. Weil es ist das Chassis sein, wie ja. Von diesem Panzer 1 da irgendwie gefühlt, keine Ahnung. Ah, das ist auch sehr kurz. Das ist kein 4er- oder 3er-Chassis, weil die sind ein bisschen länger. Ready, sir. Der Lux sieht halt nochmal anders aus als der Panzer 2. Das ist, glaube ich, einfach nur eine weitergeführte davon, oder? Warte. Aber wir haben ja den Chat. Wir haben ja hier den Livestream-Chat. Die letzte Version quasi ist ja der modernste Panzer 2 irgendwie, weil der ja auch viel schneller ist. Ist auch gar nicht, der hat auch keine 2 cm Kanone. Panzer 2, glaube ich. Der schießt auf jeden Fall langsamer. Irgendjemand wird das schon wissen. Der schlauen Leute. Dafür haben wir den Chat und die Comments. Die werden sich überschlagen. Oh. Oh. Ein Schlaubi nach dem anderen wird uns korrigieren, oh. Indem wer postet den besseren Wiki-Beitrag oder weiß es aus dem Kopf. Das werden wir nie erfahren. Oh, mein Herz! Alter! Warte, schieß nochmal, ich will näher ran. Schieß mal jetzt. War schon sehr gemein, wo das Ding auf die Fußsoldaten geschossen hat. Okay, ich hab's. Ich will mal wissen, wie der hier jetzt schießt. We're ready. Das ist doch eine 2 cm beim Lux. Ja. Okay. So, dann finishen wir jetzt und ich werde das jetzt schneiden müssen, weil es dauert ewig. Aber ich will euch unbedingt zeigen, wo wir sind. Finish. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, Blacker hat gerade genug getötet, aber ich war natürlich der Beste mit 31. Der Blacker hat nur 86 getötet. Nur. So, das sind wir. Also, es ging jetzt. Also, wir haben 1300 Moneten, 3500 Munition, das hat ja echt angehört, das ist gut. 3,5 Forschung, jetzt müssen wir gucken. Also verkaufen wir erstmal die ganzen Beutesachen, ne? Bang, bang, bang. Wie viel bringt das hier? 60, okay, das ist gut, das hat er nicht geändert. Okay, so.
Jetzt versorgen wir erstmal alles. Und jetzt gehen wir zur Forschung. Du kannst das im Livestream sehen, Black Eye, ne? Oder muss ich das jetzt noch? Ja, ich beobachte. Okay. Nee, ich beobachte fleißig. Sollen wir mal auf einfache Festigung? Ich glaube, das ist jetzt wichtig, ne? Dass wir das haben. Ja, ich glaube auch. Einfach ein bisschen Unterstützung. So, wir haben jetzt noch 2 Punkte. Ist die Frage, ob wir das sparen. Weil, oh, guck mal, bei Infanterie müssen wir dann hier runter zum Half-Track, bevor wir dann zu Ranger-Sturmbataillon kommen. Ja, ich glaube, das wäre gut. Panzer. Ich glaube, wir brauchen 8 für den Stuart. 5. Ja, dann sparen wir jetzt Punkte, glaube ich, ne? Wir können Punkte sparen oder, ja, wir können, glaube ich, wir können sogar, glaube ich, nur sparen. Das Problem ist, brauchen wir eine Flak? Weiß ich nicht. Du kennst doch noch das Quadro-Mount. Oh ja, bitte, ja. Das können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Ja, ja, nimm das mit. Das ist super, nimm das mit. Ich will, wo ist denn meiner eigentlich? Ist das der hier? Nee, doch, ist der hier, glaube ich. Tu es. Ja, okay. So. Ist es auch. Bofrost ist auch nicht gut. Ist auch gut. Bofrost. Du willst es auch. Er hat 1. Willst du noch ein Fahrzeug, was es zieht? Ich meine, ich werde viel Munition brauchen, also gib mir mal gerne noch einen zweiten Muni-LKW. Alter, okay, na gut. willst du noch einen Trupp, warte mal, ich überlege gerade. Ein Trupp Fußsoldaten wäre nicht schlecht. Ja, jeder 2 Truppen, ne, wäre vielleicht besser. Ich mache mir erstmal einen. Und dann du noch einen. Du bist voll. Ich auch. Ja. Voll, krass. Dann teile ich einfach den zweiten. Ich kann hier noch Gewehrschützen reintun bei dir. Granatwerfer schützen. Nee. Ich nehme lieber die normalen Soldaten. Ich finde die nicht so gut. Also bei den Amis sind die nicht so toll irgendwie. Panzerbüchsen. Ach Quatsch, die.